Mut macht. Hallo Ingrid. Hallo Ira. Es ist wieder mal soweit. Schön. Mut zum Du. Bin gespannt, wie mutig wir sind und wofür wir beim Du Mut brauchen. Ganz schön spannend. Das braucht man jetzt sehr, wo man sie seltener sieht, dass man wieder zugeht auf den anderen. Ja, ganz genau. Und dazu haben wir einiges vorbereitet heute. Also, es geht um den Mut zum Du, wie Beziehungen gelingen können. Und es hat euch ja die Ingrid im Mutstrahl 2 schon eine Einführung ins PERMA gegeben, in die 5 Säulen der positiven Psychologie, wie das Leben gelingen kann und wie du aufblühen kannst. Da ist es im Mutstrahl 2 auch um das P im PERMA, die positiven Emotionen, gegangen. Und im Mutstrahl 3 hat die Ingrid euch erzählt über das E, über das Engagement auf Basis der eigenen Stärken. Und heute sind wir im Mutstrahl 4 angekommen. Da geht es ums R im PERMA, und zwar um die Relationships. Wir schauen uns heute ein paar Tools und Tipps und Tricks und Techniken für gelingende Beziehungen an. Und worum es da auch geht, unter Beziehungen, da hat ja jeder gleich andere Gedanken im Kopf. Wir sprechen da wirklich auf vielen Ebenen, privat und beruflich, Partner, Familie, Freundinnen, Kollegen, die Chefs und so weiter, weil einfach Vielfalt in Beziehungen gut ist, ein reiches Netzwerk an gelingenden Beziehungen. Und es geht auch darum, dass wir das, was uns gelingende Beziehungen bringen können im Leben, uns einfach hereinholen als eine Säule, die uns stärkt und trägt, nämlich so Dinge wie Liebe, Unterstützung, Wertschätzung, Zufriedenheit, Vertrauen und so weiter. Und schließlich führt es auch zu tollen Effekten für uns selbst, ja, also so dieses allgemeine Wohlfühlen, geistige Gesundheit, wir bleiben im Alter länger gesund. Jetzt ist auch so ein bisschen die Frage gewesen, wie schaffen wir denn diesen Sprung zum Du und zu einer wirklichen tragfähigen Verbindung und vielen dieser tragfähigen Verbindungen, die dann auch wirklich zu so einer Säule in unserem Leben, in unserem Aufblühen, in unserem PERMA werden können. Und welchen Mut brauchen wir auch dazu? Ich möchte gern starten mit einem persönlichen Beispiel, und zwar ein Beispiel, das ich erlebt habe mit einem Freund, der kein Auto hatte, und als ich noch eins hatte, ist er bei mir mitgefahren. Und er hat irgendwann einmal bei der Ampel dann gesagt, es ist grün, ja? Und ich mir dachte, jo, eh. Und das hat er dann angefangen, immer öfter zu sagen. Und ich habe gemerkt, wie mich das immer mehr zu ärgern begonnen hat. Und dann ist mir plötzlich eingefallen, hey, das ist eigentlich der Klassiker des Beispiels, das ich gelernt habe in sämtlichen Kommunikationstrainings und Ausbildungen. Und hat mich eben erinnert an das Vier-Ohren-Modell vom Schulz von Thun und ist mir in der Situation dann zum Glück eingefallen. Viele von euch kennen wahrscheinlich dieses Modell schon. Ich finde, es kann helfen, schwierige Situationen, Missverständnisse, Konflikte und so weiter besser zu verstehen. Und mir ist das zum Glück in der Situation dann eingefallen, und ich habe so dann geschafft, mir diese vier Ohren quasi geistig herzuholen und zu schauen, Moment einmal, vielleicht höre ich da etwas, was gar nicht gesagt wurde. Weil ich habe einfach nicht nur auf dem inhaltlichen Ohr gehört, es ist grün, man dachte, das weiß ich eh selber, das hat für mich null Wert, diese Aussage. Ich hätte nicht gewusst, was auf dem Selbstoffenbarungsohr passiert. Ich habe auf dem Beziehungsohr gehört, ja, und ich habe irgendwie gehört, der will mir jetzt Vorschriften machen oder quasi der Chef in meinem Auto sein oder so, was mich einfach geärgert hat. Ich habe mir auch gedacht, ich wüsste jetzt nicht, was der am Appellohr erreichen will, weil ich fahre ja eh, sobald grün ist, ne? Und es ist in der Situation dann zum Glück gelungen, durch Rückfragen und so weiter, dass er dann gesagt hat, weißt,
mir ist es unangenehm, ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein, du musst immer fahren und ich will einfach auch was beitragen. Ja? Das heißt, er hat, also es ist um das Selbstoffenbarungsohr gegangen. Ja? Er wollte einfach einen Beitrag leisten und da ist ihm das halt eingefallen. Und dann konnten wir uns quasi einigen, dass ich gesagt habe, du, okay, das kann ich schätzen. Und vielleicht findet man da einen anderen Weg, weil wenn du mir das beim Autofahren sagst, das irritiert mich eher, das hilft mir nicht. Aber es war durchaus klärend. Und was man mit diesem Modell, ich möchte auch deutlich dazu sagen, es ist ein Modell und nicht die Wirklichkeit, aber wozu es sehr gut dient, ist zum Beispiel, kann es dir helfen herauszufinden, ob du ein bevorzugtes Ohr hast, auf dem du tendenziell am ehesten hörst. Oft ist es so, aber natürlich nicht immer, dass Frauen relativ stark am Beziehungsohr hören und Männer oft am Appellohr oder auch am Sachohr und dann vielleicht Zwischentöne, die auf anderen Ebenen auch gesagt werden, weil wir hören ja nicht nur mit diesen vier Ohren, wir sprechen ja auch quasi mit vier Stimmen, dann vielleicht so quasi nicht zwischen den Zeilen hören können. Und es ist auch eine gute Hilfe, um in schwierigen Gesprächssituationen die eigene spontane Reaktion zu hinterfragen. Das heißt zum Beispiel meinen Ärger, dass mir der da reinredet und sich wichtig machen will, wenn ich fahre, ja, zu hinterfragen und zu sagen, okay, könnte es auch um etwas anderes gehen? Ja? Hat er vielleicht, hätte ich mich fragen können, auf dem Selbstoffenbarungsohr gesprochen? Ich möchte schon vorweg sagen, dass wir dir in einem zukünftigen Mutfunken auch ein weiteres Modell vorstellen werden, das noch einen viel feineren Blick auf Austausch, Gespräche, Interaktionen wirft, als es mit diesem Vier-Ohren-Modell möglich ist. Und möchte jetzt auch Verbindung herstellen zum ersten Mutstrahl, wo wir gesprochen haben über das Gehirn und über die Negativtendenzen, die im Gehirn vorhanden sind. Wenn du dich erinnerst, im ersten Mutstrahl, im ersten Webcast, haben wir diesen Vergleich gebracht, dass wir eigentlich vier Gehirne haben, die wie vier Autofahrer sind. Und die Frage ist immer, wer sitzt gerade am Steuer? Und so zur kurzen Wiederholung noch einmal, wer diese vier Fahrer waren, die da am Steuer sitzen können. Und es ist wichtig zu bedenken, dass das auch für Beziehungen gilt. Also dieses Verhalten, dieses unter Anführungszeichen Fahrverhalten, das wir dann an den Tag legen, das machen wir ja nicht nur mit uns allein, sondern vor allem auch in Beziehungen. Wenn wir uns als erstes zurückerinnern an diesen besonnenen Fahrer, unser Delfingehirn, das ist für die Kommunikation tendenziell gut, für die Sachebene, für das Sachohr. Aber wie lang dauert es denn, bis ein anderer Fahrer das Steuer übernimmt? So geschwind können wir oft gar nicht schauen. Und zur Erinnerung an den Mutstrahl 1 vielleicht auch noch, da gibt es dieses Alarmzentrum in unserem Gehirn, das nach Negativem sucht, auch in Beziehungen. Und zur Erinnerung auch, negative Reize lösen stärkere Gehirnaktivitäten aus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf einem dieser Ohren etwas hören, was vielleicht gar nicht gemeint war, und das dann aufblasen vor unserem geistigen Auge ist ebenfalls sehr groß. Und auch zur Erinnerung an diese Abweichung von unserem Grundzustand, wo es uns total gut geht und alles sehr harmonisch ist, wenn eines unserer Ohren etwas vermeintlich Negatives wahrnimmt, dann geht sofort los mit diesem Push in Richtung negative Annahmen, zwischen den Zeilen lesen, davon ausgehen, dass der andere irgendwelche unangenehmen Absichten verfolgt und so weiter. Auch ein Beispiel, das zurückverbindet zu diesem ersten Mutstrahl. Wir haben ja mit vielen Menschen, vor allem die wir besser kennen, mit denen wir viel Kontakt haben, auch gewohnheitsmäßige Kommunikationsmuster.
Und das kennst du sicher, da drücken wir quasi beieinander immer wieder die gleichen Knöpfe, die dann zu Konflikten oder zu Streit führen, weil wir dann auch gewohnheitsmäßig unter Umständen am falschen Ohr hören. Also bei meinem Beispiel, dieses Es ist grün, hat mich nicht beim ersten Mal genervt, sondern weil es sich quasi als Gewohnheit eingeschliffen hat, dass dieser Freund das gesagt hat und ich es am falschen Ohr gehört habe. Und das Delfingehirn braucht ja sehr, sehr viel Energie. Das heißt, unser Gehirn möchte immer wieder in diesen Energiesparmodus kommen, auf Autopilot schalten zu können, wo es Energie spart. Nur wenn uns das in unseren Beziehungen in Konflikte bringt, dann ist es natürlich wiederum gar nicht energiesparend, sondern eher energieraubend. Und eine Erinnerung auch an das Beziehungsohr zum Beispiel, das leicht unter Druck kommen kann, wenn der Statusfahrer am Steuer sitzt. Das, was mir passiert ist in der Situation, so dieses Gefühl, okay, da gibt es jetzt einen Machtkampf oder so, dass mein Auto ist mein Territorium, warum redet mir der da rein? Das gerade in Beziehungen spielt natürlich auch oft rein und kann zu Spannungen führen. Und schließlich, wenn der Konflikt im Gespräch wirklich ausbricht, wenn es wirklich zu Streit kommt, zur Aggression, zum Lautwerden, zum Erstarren vor lauter Schreck oder so, zum Verstummen oder gar das Gespräch verlassen, dann ist der Rettungsfahrer oder der Fluchtfahrer dran und am Steuer. Und das gilt natürlich für unsere Beziehungen ganz besonders. Wenn du dich erinnerst an diese Folie, wo es so um die Gegenüberstellung geht, was erleben wir, wenn wir in unserem natürlichen Zustand sind und was, wenn wir unter Stress sind und uns bedroht fühlen? Ein Blick in diese rechte Spalte zeigt dir sehr deutlich auch, wie stark sich negative Emotionen in Beziehungen entladen und, oder auf andere Menschen beziehen oder sich in manchen Fällen auch einfach ein Feindbild suchen. Das, was wir besprochen haben, auch im Zusammenhang mit dem Mutstrahl 2 und dem Mut zum Positiven, da geht es ja sehr stark um die Frage, wohin, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Und so kannst du dir zum Beispiel die Frage stellen, auf welches Ohr richtest du deine Aufmerksamkeit? Vielleicht auch aus Gewohnheit, auf Autopilot quasi, denn damit prägst du dein Gehirn und natürlich auch dein Verhalten in Beziehungen und deine Kommunikation. Und die Frage, wie viel Platz räumst du den Negativohren quasi ein, ist in dem Zusammenhang auch eine ganz wichtige. Und umgekehrt, wie oft lassen wir auch Positives zu in unseren diversen Ohren? Wie oft hören wir Positives auch zwischen den Zeilen? Das ist unglaublich wichtig für die Qualität und den Verlauf von Beziehungen. Und ich möchte als nächstes ein paar Beispiele bringen aus der Eheforschung. Da gibt es einen sehr bekannten Eheforscher, den John Gottman, und der hat Ehepaare untersucht und ihr Kommunikationsverhalten und hat mit unglaublich hoher Treffsicherheit feststellen können bei frisch verheirateten Paaren, ob die in ein paar Jahren noch verheiratet sein werden oder nicht. Und wir sprechen ja heute in diesem Webcast über Beziehungen im Allgemeinen, nicht nur Ehe, nicht nur romantische Beziehungen. Und man kann natürlich nicht alles davon übertragen, aber einen sehr guten Teil doch. Denn die Tendenz ist quasi gleich und ist in anderen Beziehungen vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Und das, was John Gottman herausgefunden hat, war, dass in den Interaktionen von diesen Ehepaaren die Chance auf eine lang bestehende, gut funktionierende Ehe dann vorhanden war, wenn im Konfliktfall es mindestens ein 5:1 Verhältnis gegeben hat von positiven zu negativen Interaktionen. Das heißt, auch wenn es zum Beispiel Streit oder Konflikt gibt, muss man, um die Beziehung gesund und lebendig zu halten, immer wieder auch etwas Positives, etwas Bestärkendes einbringen, sich der anderen Person zuwenden und quasi aufwiegen den negativen Effekt, den eben verletzendere Dinge oder negative Dinge bewirken können.
Und im Alltag, im Nicht-Konfliktfall, muss das noch wesentlich höher sein, was jetzt vielleicht ein bisschen paradox klingt, aber in Wirklichkeit nicht so schwierig ist, weil man ja in normalen Situationen an und für sich die Kleinigkeiten, die kleinen positiven Zuwendungen relativ laufend macht und auf der anderen Seite im Konfliktfall ja auch erwartet, dass es Reibung und negative Inputs quasi gibt. Und es gibt dann auch dieses schöne Bild vom ehelichen Emotionskonto, auf das man einzahlen kann und von dem man auch abbuchen kann. Und ich habe dir da aufgeschrieben, ein paar Beispiele dafür, wie man auf dieses Emotionskonto einzahlen kann, eben zum Beispiel durch Dinge wie einfach zuhören, wirklich aufmerksam zuhören oder dem anderen Bestätigung geben, Interesse zeigen, durch Nachfragen zum Beispiel. Und vom Konto wird abgebucht, wenn man so Dinge macht wie kritisieren, herumnörgeln, Bemerkungen abwehren, sich rechtfertigen, verächtlich die Augen verdrehen oder auch einfach so dieses aggressive Schweigen, Mauernrückzug und so weiter. Vielleicht kannst du dich ja auch erinnern, im Mutstrahl 2, im Mut zum Positiven, ist es auch um diesen Zinseszinseffekt der positiven Emotionen gegangen. Das heißt, das ist was, was wir hier auch wiederfinden. Da haben wir auch darüber gesprochen, wie positive Emotionen auch längerfristig in die Zukunft wirken und Ressourcen aufbauen und eine positive Weiterentwicklung ermöglichen. Und das gilt natürlich auch für Beziehungen und ganz besonders in Beziehungen. Das heißt, diese laufenden Investitionen durch kleine alltägliche Zuwendungen helfen mit, eine positive Basis für den Weiterbestand und für die gelingende Beziehung zu machen. Was vielleicht auch zusammen interessant sein könnte in diesem Zusammenhang, ist ein weiteres Beispiel, was an und für sich auch aus den romantischen Beziehungen kommt, aber zum Großteil übertragbar ist, bei Geschenken und Zärtlichkeit eventuell nicht, da muss man natürlich aufpassen, ist von Gary Chapman aus dem Buch Die 5 Sprachen der Liebe. Und er meint, dass viele Menschen so etwas wie eine Muttersprache haben, wie sie Liebe oder Zuwendung oder Zuneigung ausdrücken und vielleicht noch eine oder zwei Fremdsprachen sprechen. Und manche verstehen aber diese anderen Sprachen gar nicht oder sind relativ taub dafür. Und was es in der Praxis bewirkt, ist, dass man oft das Gefühl hat, wenn mich jemand mag, dann tut er dieses und jenes. Ja. Dann gibt er mir zum Beispiel Anerkennung oder dann verbringen wir gemeinsam Zeit. Und wenn die andere Person aber sagt, okay, wenn ich jemanden mag, dann bin ich zum Beispiel hilfsbereit. Wenn diese Sprache nicht gemeinsam gesprochen wird, dann kommt das nicht so wirklich an. Was du also tun kannst, wie dir dieses Modell helfen könnte, ist, dich zu fragen, von diesen 5 Sprachen, die in Beziehungen hilfreich sind, sagen wir es mal allgemein, welches ist denn deine Muttersprache? Wie drückst du deine Liebe oder deine Zuneigung, deine Zuwendung am leichtesten, am ehesten aus? Deine Freundschaft auch, in welchen Sprachen wirst du gerne angesprochen oder wirst du vielleicht oft angesprochen und es kommt nicht am richtigen Ohr bei dir an. Hier habe ich euch noch aufgeschrieben ein paar unter Anführungszeichen Vokabeln, die in fast allen Sprachen funktionieren und die helfen, Beziehungen gelingen zu lassen, lebendig zu halten und auf dieses Emotionskonto einzuzahlen. Das heißt, da geht es auch darum, okay, was kann ich ganz konkret im Alltag tun an kleinen positiven Dingen, die Beziehungen gesund halten. Und das ist zum Beispiel auch sehr wichtig im Rahmen der Mutmacherei, gute Nachrichten zu teilen. Das heißt, einander nicht zu überschütten mit Negativität, sondern gute Nachrichten zu teilen und andere auch an positiven Erfahrungen, die man macht, teilhaben zu lassen, gemeinsam Erfolge zu feiern. Auch Dankbarkeit nicht nur zu spüren, sondern auch auszudrücken dem anderen gegenüber.
Und vielleicht auch noch wichtig, Kontakt pflegen. Das heißt, immer wieder auch in Kontakt gehen, wenn wir jetzt bei etwas entfernteren Beziehungen sind. Das braucht es immer wieder mal, um das wirklich lebendig zu halten. Und dem anderen auch das Gefühl zu geben, hey, du bist mir wichtig. Auch die Stärken, die die Ingrid euch im Mutstrahl 3 beim E von Perma präsentiert hat, kannst du in deinen Beziehungen zum Einsatz bringen, beziehungsweise spiegeln sie sich dort mit großer Wahrscheinlichkeit wieder. Nur ein paar Beispiele, wenn zum Beispiel der Sinn fürs Schöne eine deiner Stärken ist, dann fühlst du dich vielleicht in der Muttersprache der Geschenke besonders gut zu Hause. Oder wenn Dankbarkeit eine deiner Stärken ist, bist du vielleicht gut im Ausdrücken von Wertschätzung. Oder bei Teamwork bist du vielleicht sehr hilfsbereit und packst gleich mit an. Im Essenzvideo, im ersten Video zum Mutstrahl 4, haben wir euch bereits die ACR-Methode vorgestellt, das heißt das aktiv-konstruktive Reagieren. Und die liebe Ingrid hat dazu ein Spiel entwickelt, mit dem man gut gemeinsam zum Beispiel in der Familie oder im Freundeskreis auch üben kann, wo man verschiedene Muster quasi üben kann oder auch lernen kann, die eigenen Muster, die eigenen Fallen, in die man in der Kommunikation immer wieder geht, aufzudecken. Und ich möchte die Ingrid jetzt bitten, dass sie euch dieses Spiel vorstellt. Es gibt vier so Reaktionsmuster: konstruktiv, destruktiv, aktiv, passiv. Und die treffen auf unterschiedliche Weise aufeinander. Lies es einmal durch. Was glaubst du, welcher Buchstabe ist die beziehungsfreundlichste Reaktion oder zeigt die beziehungsfreundlichste Reaktion auf? Lies das einmal durch. Wenn du es hast, darfst du dich freuen, wenn die Ira die richtige Lösung sagt. Ira hat jetzt auf Variante A getippt. Also gesagt, da kann man nie falsch liegen damit. Ja, dann darfst du dich freuen. Und so, nur so gesehen ist es vielleicht ein bisschen fad, in der Familie zu spielen und zu trainieren oder auch mit Freunden. Deswegen haben wir ein Würfelspiel daraus gemacht. Ihr braucht nur einen Würfel, diese Vorlage und dann eine Situation. Zwei Menschen oder drei miteinander reden. Ich würde mal zwei aussuchen und eine Situation, die man sich überlegt. Ich erzähle, du würfelst, dann reagierst du. Okay. Entsprechend. Gut, dann starten wir. Hallo Ira, du stell dir vor, ich bin gefragt worden, ob ich in Grätzl irgendwas zu Perma machen kann. Also ich weiß nicht, immer diese Grätzeln, ja, die sich da so wichtig machen und die da immer irgendwas auf die Beine stellen wollen und so. Weiß nicht, außerdem, du hast eh so viel zu tun. Magst du das wirklich machen? Muss das sein? Habt ihr schon erraten, was die Ira gewürfelt hat? 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? Ich würde raten, du hast 3 gewürfelt, sprich genau. 10. Jawohl, ich habe schlecht machen. Genau. Du erzählst mir jetzt etwas und ich würfel. Okay, gut. Ich erzähle dir jetzt, was erzähle ich dir denn? Du stell dir vor, mein neuer Balkon, ja. Ich habe so erfreut damit, aber jetzt mit dem Wetter, das ist, ich habe immer gedacht, der ist überdacht, da kann nichts nass werden, aber da regnet es hinein und die neuen Möbeln, die werden dann sofort nass und so. Also irgendwie sehr komisch, dieser April. Und du würfelst? Also ich freue mich so, dass du einen Balkon hast. Das mit dem Regen ist natürlich ein bisschen blöd, aber Balkon mit Regenschirm hat nicht jeder. Probier es einmal aus. Vielleicht noch um den Regenschirm so Plastik drumherum, dass du so ein Regenhaus hast. Mhm. Das wäre doch ein richtiges Training für Kreativität, Balkon bei Regen. Und ich weiß, du schaffst es. Du hast sicher eine tolle Idee. Ich freue mich mit dir.
Okay, ja, interessant. Ich würde jetzt tippen, also du freust dich mit mir, das ist schon einmal ein Signal, und du hast mir ganz aktiv konstruktive Vorschläge gemacht, wie ich mit meinem unfassbar großen Problem umgehen könnte. Das heißt, ich tippe auf Variante A, die du gewürfelt hast. Wunderbar erraten. Und ihr seht, man muss sie immer in reinfühlen, man muss das ausprobieren und spüren. Und da natürlich der Würfel so 6 Ziffern hat, haben wir so eine Art Joker, 2 Joker frei auswählen oder aussetzen. Dann ist man einfach ruhig und reagiert nicht. Aber ich weiß aus Erfahrung, es macht Spaß, es lockert auf und man wird dann einfach in realen Situationen, ist man schon viel schneller aufmerksam und kann das schneller einordnen. Vor allem, wenn man selber falsch reagiert, dass man schnell sagt, stopp, anders. Was ich auch sehr interessant in dem Zusammenhang finde, ist ja, dass normalerweise, also wenn man es jetzt nicht als Spiel macht, sondern in realen Situationen, dass es ja immer auch eine Vorgeschichte gibt, ne? Das heißt, wir sind alle gerade einmal gut drauf oder nicht gut drauf und haben gerade viel Energie oder nicht und haben eine Vorgeschichte miteinander meistens. Und das spielt natürlich auch rein. Nicht? Also so die Frage, auf welchem Ohr hören oder sprechen wir gerade und welcher Fahrer ist gerade am Steuer. Und das kann eben, also mit der Variante A, mit Empathie, mit Freude, konstruktiv, aktiv reagieren, kann man nie falsch liegen. Aber in alles andere kann man natürlich schneller mal reinkippen. Nicht? Also zum Beispiel die Ablenkvariante, die wir jetzt nicht durchgespielt haben, aber wenn man einfach das Gefühl hat, ich habe jetzt nicht die Energie, irgendwas Konstruktives zu sagen, nicht, dass man dann einfach das Thema wechselt oder so, oder wenn man nicht genau zugehört hat. Also das sind so häufige Dinge. Und in dem Spiel dann draufzukommen, hey, ich neige eigentlich dazu, das zu machen, zum Beispiel, kann irgendwie sehr, sehr hilfreich sein, um es dann in Realsituationen auch schneller zu sich selber abzustoppen. Also bitte einmal ausprobieren. Selbsterfahrung. Genau. Und gerade jetzt in Zeiten, wo wir eh so viel zu Hause sind und viel Zeit miteinander verbringen, so wie wir mit anderen leben, ist es vielleicht auch eine willkommene Abwechslung, einmal sowas zu machen. Okay, dann vielen Dank, liebe Ingrid, und dann schauen wir weiter. Auch diese Folie kommt dir wahrscheinlich bekannt vor. So zum Eingang der Mutstrahlen haben wir auch gesagt, auch auf der persönlichen Energie ist es ähnlich wie beim Klimawandel. Wir müssen quasi aus den fossilen Brennstoffen aussteigen und zu erneuerbaren Energien kommen und die gewinnen. Und das Gleiche spielt sich auf der persönlichen Ebene ab, wo wir gesagt haben, wir wollen Negativität verringern und haben in Mutstrahl 1 darüber gesprochen, wie das geht, und Positivität erhöhen, Mutstrahl 2. Und auch in diesem Fall kann man nur sagen, das gilt auch für Beziehungen. Das heißt, auch in unserer Beziehungen geht es darum, wie wir nicht nur unsere persönliche Energiewende machen, sondern wie wir auch in unseren Beziehungen eine Energiewende bewirken können. Es gab auch diesen kurzen Exkurs in den Energieverbrauch von Emotionen, der wesentlich höher ist bei Emotionen, die jetzt auch in Beziehungen, wenn sie gerade nicht so gut laufen, am Werken sind. Und wenn wir auf unser Beziehungskonto einzahlen, wenn wir aktiv und konstruktiv miteinander umgehen, dann gilt natürlich auch und gerade für Beziehungen, dass wir dann jene Emotionen fördern und auch beim anderen auslösen, die nicht nur die Beziehung gelingen lassen, sondern die auch Energie geben, sowohl uns als auch der anderen Person und somit auch der Beziehung. Und was bewirkt hohe Positivität in Beziehungen? Sie sind stabiler, sie halten länger, man kann einander mehr vertrauen, fühlt sich verstanden, fühlt sich verbunden und so weiter. Ja,
Wir haben heute vorwiegend gesprochen über relativ nahe Beziehungen, Menschen, die wir schon kennen. Und in einem der nächsten Mutfunken geht es dann auch um den Mut zur Begegnung, den Mut, auf Menschen zuzutreten, die wir noch nicht kennen oder noch nicht gut kennen. Es geht auch um den Mut, Menschen zu begegnen, die vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht haben, einen ganz anderen Hintergrund haben. Und darum geht es in einem der nächsten Mutfunken. Ja, wie hat es dir gefallen? Wenn dir der heutige Webcast gefallen hat, dann bitten wir dich doch einfach um Sternchen, Daumen hoch und so weiter. Und du hast hier auch einen QR-Code, wenn du vielleicht die Mutmacherei auch unterstützen willst in Form einer Spende. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sagen dir inzwischen alles Liebe. Und auf Wiedersehen. Mut macht. Powered by die Mutmacherei.